Guten Abend, wir sind heute wieder mal zum zweiten Mal hier in der zweiten Woche vom Lockdown für Bauch- und Rückentraining. Wir beginnen auch gleich schon mit dem Warm-up. Zuvor, ihr braucht außer einem weichen Hintergrund wieder nur euer Eigenkörpergewicht. Wer Probleme hat mit dem Gleichgewicht, gleich bei der ersten Übung, einfach einen Stuhl ranziehen und den nachher zur Unterstützung holen. Also wenn einfach jetzt noch mal losgehen, bevor wir das Warm-up starten, und organisiert euch einen Stuhl, falls ihr Probleme mit dem Gleichgewicht habt. So, dann würde ich sagen, die Lea unterstützt mich heute am Headset bzw. an der Technik. Wenn ihr wieder Probleme habt, irgendwas nicht hört, versteht, einfach über den Live-Chat kurz schreiben und Feedback geben und dann geht's dann auch gleich los. So. Wir beginnen locker uns warm zu machen. Zunächst mit den Füßen locker. Schön abrollen, komplett über die Füße. 4, 3, 2. Langsam die Knie weiter anheben. Wir schließen die Arme und werden etwas energisch. Spannung im Körper. Ich zeig's mal von der Seite. Weiter die Knie hochziehen. Vier noch. Drei. Zwei mehr. Und wir gehen in den Step Touch. Seitlich. Und die Schulter kreisen rechts und links. Erstmal kleine Kreise beginnen. Schöne große Kreise nach hinten. Schulter Richtung Ohr ziehen. Und wir gehen langsam mit den Ellbogen weiter nach oben. Zunächst nur bis Schulterhöhe, dann wieder kleiner werden. Sehr schön. Und nur ganz kleine Bewegung. Wir starten da und werden größer. Öffnen. Und beide Arme gleichzeitig hoch und tief. Und wir werden wieder kleiner, kleinere Kreise. 3, 2 und groß. Öffnen. Beide gleichzeitig. 4, 3, 2 und wir werden kleiner. Sehr schön. Gehen langsam in den Bizeps Curl, hoch und tief. Spannung in den Armen. 4, 3, 2 und 2 nach außen. Double Step Touch und wieder zurück. Doppel, zurück. Zweimal nach außen. Und wir bleiben auf der Stelle wieder. Step Touch. Einmal nach außen, die Arme bis zur Schulter hochziehen. 4, 3, 2 und doppelt nach außen. Öffnen und wieder zurück. Sehr schön. Letztes Mal und wir bleiben auf dem Platz. Spannung in den Armen halten. 4, 3, 2 und einmal Seiten gehen. Tap. Atmen. Die Arme ziehen langsam vor und zurück. Erstmal wieder tief starten. 4 noch. 3, 2 und die Finger langsam ranziehen. Leg Curl kommt dazu. Und wir gehen etwas tiefer in die Hüfte.
Sehr schön. Vier mehr. Drei noch. Zwei. Single, Single, Double. Wir gehen Single, Single und zweimal ranziehen. Single Time. Und ab. Zweimal Single. Einmal Doppel. Und wir machen wieder nur die einfachen. So, wir sind jetzt schon mal langsam warm, gehen das erste Mal über den Kopf hoch, ranziehen, Spannung halten. Okay, wir wechseln langsam mit dem Knie nach vorne, Knielift, vor und zieh. Vier noch. Drei, zwei und Step Touch. Sehr schön. Wir gehen langsam nach außen. Einmal mehr als doppelt schulterbreit auseinander. Beide Hände nach außen. Rechts und links. Sehr schön. Schieb die Arme nach außen. Vier noch. Drei mehr. Die letzten. Zwei. Und das letzte Mal. Locker die Hüfte kreisen. Schöne große Kreise machen. Und auch mal die Seite wechseln. Einziges Mal noch. Beide Arme nach außen. Und wir beginnen zu ziehen. Rechts und links im Wechsel. Vier. Drei mehr. Zwei noch. Und das letzte Mal. Und die Hüfte reisen. Locker bleiben. Und wechsel die Seite. Sehr schön. Locker. Und ihr könnt euch euren Stuhl holen, wenn ihr möchtet. Wer keine Probleme hat mit der Stabilität, Standbein aussuchen. Erstmal das linke. Wir gehen auf das linke Bein mit der Belastung. Arm oben und wir ziehen seitlich ran und ab. Ranziehen, Bauchmuskeln seitlich anspannen. Ranziehen. Und ab. Schön langsam und sauber arbeiten. Wer kann, behält das Bein oben. Ranziehen. Und ab. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt mit dem Gleichgewicht, einfach am Stuhl seitlich festhalten. Vier noch. Langsam. Drei. Zwei. Eins, wir gehen weit auseinander, beide Handinnenflächen zusammenpressen, hoch, schief. Sauber arbeiten, beide Hände zusammenlassen und lösen. Wir wechseln die Seite, einmal auf das rechte Bein aufstellen, Arm geht nach oben und wir ziehen ran. Und ab. Dann ab. Seitliche Bauchmuskulatur. Anspannen und lösen. Anspannen und lösen. Spannung auch in der Hand. Schön über die Länge arbeiten. Vier Stück mehr. Auf geht's. Vier. Noch drei. Zwei. Und das letzte Mal, wir wechseln wieder nach außen, diesmal mit beiden Händen nach hinten in den Adler. Die Handinnenflächen sind zueinander und wir arbeiten im Latzug, hoch und tief, auf geht's. Spannung hinten, Belastung ist hinten auf der Ferse
Brustbein nach vorne schieben. 8 Stück mehr. Langsam arbeiten, tief zurück. Ein- und ausatmen. 4 mehr. 4. Noch 3. 2. Letztes Mal. Wir haben noch eine Runde rechts und links. Wir gehen wieder auf das Standbein, die Seite. Auf geht's. Rechter Arm nach oben ziehen. Dran und ab. Schult das Gleichgewicht in eure schrägen Bauchmuskeln. Arbeiten. Oberschenkel arbeitet mit. Lang machen. Sehr schön. Konzentrieren. Bauchmuskeln anspannen. Hoch. 4-mal mehr. Sehr schön. 3 noch. Noch 2. Letztes Mal. Und wir wechseln die Seite. Auf geht's. Vorab. Hoch und tief. Wir gehen wieder in den Adler. Beide Hand Innenflächen zeigen nach oben. Hoch und tief. Auf geht's. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Weiter ein- und ausatmen. 8 Stück mehr. Hoch. Noch 7 mehr. Hoch. 6. Hoch. 5. Hoch die letzten 4. Auf geht's. 10. Hoch. Spannung halten. Gewicht ist hinten auf der Ferse. 2 Stück noch. Tief zurück. Brustbein raus. Wir lösen. Letztes Mal. Wir gehen auf Standbein. Rechts. Lang den Arm machen. Und wir gehen hoch und tief. Je länger ihr haltet, desto mehr Konzentration, desto einfacher ist es, das Gleichgewicht zu halten. Hoch und tief. Weiter atmen. Einatmen und ausatmen. Sehr schön. Es gehen noch 4 mehr. 4. Noch 3. 2 Stück noch. Und der letzte. Wir setzen ab. Kurz die Beine auslockern. Stuhlkant beiseite. Wir gehen das erste Mal auf die Matte. Ich zeige euch die Übung einmal von vorne und von der Seite. Die Hände sind einmal unter der Brust. Wir haben den Körper in gerader Linie. Von vorne sieht die Übung wie aus. Wir beginnen rechts gerade, links gerade, rechts gerade. Halten. Die Arme sind etwa unter der Brust. Auf geht's. Stabil halten. Ich wechsle mal wieder die Seite. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und wir gehen langsam nach hinten ab, auf die Knie zurück und wir machen uns ganz lang. Die Wirbelsäule lang machen, mit den Fingerspitzen langsam etwas nach vorne krabbeln. Und wieder lösen. Wir gehen
zurück in die gleiche Position. Diesmal andere Übung. Grundposition bleibt. Wir arbeiten diesmal aber für die schrägen Bauchmuskeln. Das heißt, rechts und links arbeitet das Bein diagonal. Ich zeige es mal von vorne. Wieder Hände unter der Brust und seitlich die Beine nach außen drehen. Halten. Schön stabil in der Position. Langsam arbeiten. Ganzkörperübung und wir arbeiten auch hier wieder mit den schrägen Bauchmuskeln. Schulter arbeitet mit, Rücken muss stabil gehalten werden und vier mehr. Vier, drei, zwei und der letzte. Wunderbar. Wir gehen nochmal in die Entspannung zurück, nach hinten tief. Auch hier wieder die Hände nach vorne schieben, langsam nach vorne krabbeln. Und wir lösen, gehen nochmal in die Position. Wir beginnen wieder. Die Grundposition einzuhalten, haltet euren Po und alles in einer Linie. Wir arbeiten mit den Händen vor und zurück. So. Und alles okay bei euch. Wir machen noch vier Stück. Drei mehr. Zwei noch. Und der letzte. Und wieder lösen. Lang machen. Nochmal mit den Fingerspitzen nach vorne krabbeln. Und wir lösen wieder auf. Eine Runde gibt's noch. Und zwar für die schrägen Bauchmuskeln. Letztes Mal in die Grundstellung rein. Und wir arbeiten diagonal mit den Beinen. Unter dem Bart durch. Schön langsam und sauber, rechts und links im Wechsel. Wenn ihr merkt, es ist zu viel, einfach dann später wieder einsteigen, kein Problem. Vier Stück mehr. Drei noch. Zwei. Und der letzte. So. Wir arbeiten uns immer weiter nach unten. Setzen uns einmal in den Füßlerstand. Hoch. Wollen wir auch trainieren, weil der ist ganz wichtig für die Haltung. Einmal rechtes Bein nach oben. Wir haben etwa Schulterbreitenstand. Das heißt, wenn ihr arbeitet, achtet darauf, dass eure Hüfte etwa den schulterbreiten Stand hat. Und dann gehen wir langsam hoch und ab. Ferse sollte Höhepunkt sein. Schaut mit den Augen zum Boden. Halswirbelsäule bleibt gerade. Schön langsam hoch und tief. Und wir wechseln die Beinseite. Auch hier wieder das gleiche schulterbreiter Stand. Stabil stehen. Ferse ist höchster Punkt. Und wir arbeiten hoch und tief.
ganz langsam. Auch hier wieder nach unten schauen zum Boden. Immer schön langsam und dafür sicher arbeiten. Lasst euch die Zeit, die Übung sauber durchzuführen. Vier mehr, drei noch, zwei, letztes Mal. Wir gehen im Wechsel. Rechtes Bein hoch, linkes Bein hoch. Langsam im Wechsel. Recht ab, links ab. Zweimal acht jede Seite, acht Stück. Sieben noch. Noch sechs mehr. Auch hier Ferse, höchster Punkt. Ich glaube bei fünf waren wir. Vier noch. Drei mehr. Zwei noch. Und die letzte Runde. Sehr schön. Wir können uns langsam auf den Boden legen. Beide Fußspitzen aufstellen. Meine Lieblingsübung für den unteren Rücken ist der Hubschrauber. Hubschrauber heißt er deshalb. Wir nehmen eine Hand auf den Po-Ansatz, andere weit über den Kopf strecken. Wenn ihr die Übung macht, haltet eure Halswirbelsäule gerade und schaut immer fokussiert auf den Boden, damit die Halswirbelsäule gerade bleibt. Die Übung geht wie folgt. Leicht heben, den oberen Rücken anspannen, Po anspannen und wir arbeiten im Wechsel rechts und links. Soweit klar. Alle in die Positionen reinkommen. Und wir arbeiten. Auf geht's. So. Achtet drauf, dass ihr weiter regelmäßig ein- und ausatmet. Popo anspannen, da darf kein Euro-Stück rausfallen. Vier Stück mehr. So, und entspannt ablegen. Wir gehen zur Entspannung in die Planke. Versprochen, wir haben 40 Sekunden. Schau wirklich genau auf die Sekunden. Okay, wir gehen nach oben. Los geht's jetzt. Halten, gerade. Zehn Runden sind schon um. Fünf noch. Und wir lösen, legen uns wieder lang ab. Tief ein- und ausatmen. Eine Kombination haben wir noch. Wir beginnen wieder mit dem Hubschrauber, gehen danach in die Planke.
So, beide Fußspitzen wieder zu Boden hin, Popo anspannen. Wir gehen wieder mit dem Oberkörper leicht nach oben. Unterer Rücken ist angespannt. Und wir wechseln vor und zurück. Die Arme schön lang machen. Und wir arbeiten auch hier wieder langsam vor und zurück. Die Halswirbelsäule gerade lassen. Blick ist nach unten gerichtet zur Matte. Vier Stück mehr. Zwei noch. Und auflösen. Es warten 40 Sekunden Planke. Ich weiß, schlimm, schlimm, schlimm. Aber wir arbeiten uns Woche für Woche nach oben. Und wir gehen in die Ausgangsposition. Die kennt ihr ja schon. Achtet drauf, wenn ihr merkt, dass der Popo nach unten geht, lieber aufhören, ablegen. Ansonsten ist es wichtiger, lieber den Popo ein bisschen hochlassen. Oder was optimal ist, eine gerade Linie. Okay, los geht's. 40 Sekunden laufen. Gemütlich einrichten. Atmen nicht vergessen. Wir leiden zusammen. Lea lacht schon. Ja, hier kein Kindergeburtstag. So, die 30 Sekunden haben wir gleich. Nochmal alles geben. Und wir lösen langsam auf. So, wir gehen lang in die ersten Dehnungsübungen. Wir kommen nämlich auch schon zum Ende. Okay. Einmal noch. Linkes Bein weit nach vorne schieben. Versucht eure Hüfte, euer Becken auch hier nach vorne schieben. Nochmal schön den Hüftbeuger zu öffnen. Gerade Haltung. Lösen und die Beinseite wechseln. Auch hier nochmal schön nach vorne kommen, weit öffnen, Brust nach vorne schieben. Nach hinten lösen. Wir kommen ganz langsam nach oben auf. Wir gehen einmal in den Stand. Wer möchte, zieht das Bein ran, öffnet nochmal die Hüfte und wir setzen uns leicht ab. Ihr habt euren Stuhl in greifbarer Nähe, falls ihr wieder Gleichgewichtsprobleme habt, einfach festhalten. Lösen und die Seite wechseln. Auch hier absetzen, nach hinten tief gehen, findet eure Körpermitte. Ich hoffe, ihr seid noch nicht umgefallen. Und langsam auch hier wieder lösen. Nochmal schön kreisen, die Hüfte vor und zurück. Und wir nehmen unser, das ist mein linker Arm, okay, ich muss immer rechts und links gucken. So, einmal hinter den Körper verschwinden lassen, entgegengesetzt. Einmal den Kopf auf die Seite legen. Wir machen nochmal unsere Halsmuskulatur schön lang.
Ein- und ausatmen. Lösen und die Seite wechseln. Eine Hand einmal hinter den Kopf auf den Po-Ansatz und wir arbeiten dann diagonal den Kopf langsam ab. Lösen. Das letzte Mal Schulterblätter lockern. Wir atmen einmal tief ein und aus. Strecken und recken uns. Machen nochmal die Bauchmuskulatur ganz lang. Ich darf euch eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund, bis nächste Woche Mittwoch. Ciao.